Ich grüße euch zum Unboxing-Video der Pink-Boxen von Februar bis April. Ne, ich habe ja wieder mal ein bisschen schleifen lassen, aber wie immer habe ich die Boxen noch nicht geöffnet. Also ich habe auch keine Ahnung, was Schönes drin ist. Und ja, beginnen wir doch gleich mal, nicht wahr? Damit wir endlich Licht ins Dunkel bringen. Wenn es aufgeht natürlich. Oh. Also die Februarbox, die hat ja wirklich ein geiles Design, wa? Das ist natürlich wieder eine Box, die in meinem Besitz bleibt, ne? Nicht so was nur so pinkiges, sondern die bleibt auf jeden Fall gleich da. Und dann gucken wir mal rein. Stellen wir jetzt daneben. Fensterbretter sind doch was Tolles, oder? So, dann haben wir hier komplett schwarz eingepackt, mit einem P verklebt und einem Herzchen P. Ich sehe schon, auch total schwarzer Glitter. So, dann die üblichen Gewinnspielsachen von der Pinkbox und für irgendwelche Apps. Ja, das sind ja immer so Sachen, die interessieren mich nicht. Schauen wir mal hier. Und zwar, erstes Produkt, was ich hier habe, ist von Syos eine Augenbrauenfarbe. Hellbraun. Ergebnis in 5 Minuten. Ohne Abfärben und Verwischen. Hält bis zu 4 Wochen. Das Kit reicht für 10 Anwendungen. Okay. Ja gut, hellbraun wäre jetzt, glaube ich, nicht so. Ich brauche ja immer dunkelbraun, wenn ich meine Augenbrauen nachziehe. Das könnte mir zu hell sein. Mal sehen. Mal sehen, aber ich glaube, das werde ich verschenken, weil wie gesagt, hellbraun ist mir zu hell. Hellbraun ist mir zu hell. Schön, ne? Dann, das ist ja geil, von Schauma ein Feuchtigkeit und Glanz. Feuchtigkeitssprühspülung mit Reiswasser. Für normales bis trockenes Haar eine Sprühspülung. Oh, die Flasche ist recycelt zu 98%. Ich entwirre dein Haar für leichtere Kennbarkeit und schütze es vor Föhnhitze. Gleichzeitig versorge ich dein Haar mit Feuchtigkeit für weiches, glänzendes und gesund aussehendes Haar. Meine Formel mit Reiswasser und Pfingstrosenduft ist vegan. Wie du mich anwendest, nach jeder Haarwäsche ins Handtuch trocknen oder trockene Haar sprühen, nicht auswaschen. So kannst du noch mehr Wasser sparen. Oh, das ist cool, also du musst sie nicht auswaschen. Das ist nicht schlecht. So, was haben wir noch Schönes? Open Smile Repeat. Lala Lab. Klingt wie Schmuck, ha? Huh? Nee. Ach, ja. Davon wurde mir ja schon erzählt. Das sind hier so für gratis Foto Dinger hier. Füll mich mit deinen Bildern. Lala Lab. Love it printed. Ja, das ist für eine App. Hm. Ja, davon hatte mir Foxy schon erzählt. Ich finde das auch nicht besonders berauschend. Also ich finde, sowas hat in der Pinkbox nichts drin zu suchen. So. Ah ja, dann ein Aufkleber oder ein Bügelbild, ne, zum Aufbügeln mit Zoxo. Monoquick. Ob das jetzt auch unbedingt in eine Pinkbox muss, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Beauty Clem Hydrogel Eye-Maske. Ah, belebt und strafft die Haut und mindert dunkle Augenringe. Mit Spilanthol und Hyaluron. Gut. Ja, das ist so nochmal zu, nicht nur in dieser Verpackung drin. Ich merke, dass es auch zusätzlich nochmal in härtere Plaste eingepackt ist. Ja, werden wir testen. Noch irgendwas drin. Ah, halt, stopp. Ha, mein Gott, dadurch, dass hier der schwarze Glitter drin ist, jetzt hätte ich doch fast was übersehen. Jetzt müsste ich dann aber... Ja, meine Güte, mehr Flitter drin als alles andere. Muss man diesmal ja so sagen. Wir haben noch einen
Lip Definer, also ein Lippenkonturstift in der Farbe 492 in einem Dunkelrot, würde ich mal sagen. Das ist mehr so, ich glaube, bei euch sieht das eher so braun aus, aber es ist so ein, nee, es könnte auch ein Aubergine-Lila sein. Ja, es hat mehr so, ja, es ist mehr so ein dunkles Lila. Sieht eher auberginenmäßig aus. Den werde ich jetzt aber nicht aufmachen. Weil, also den werde ich auf jeden Fall verschenken, weil Lip Liner benutze ich nicht. Und von Catrice ein Melting Kiss Glossy Stick. Die Farbe 010 Adore You. Ach, das ist hier unten, haben wir hier unten die Farbe. Ja, ein schöner Nude-Ton. Auf jeden Fall könnte hübsch sein. Ich will den jetzt aber nicht aufmachen, weil Hygienesiegel noch so schön darüber ist. Den möchte ich jetzt nicht öffnen. Gut, Fazit für die Februarbox, was ja die Valentinstagsbox, wenn man so will, sein sollte. Also ich muss sagen, ich stimme damit Füchsi überein, also was dieser Quatsch hier soll und mit dem Bügelbildchen. Also ich sag mal, das ist nicht mehr was für Frauen in unserem Alter. Ich möchte mich ja jetzt nicht unbedingt als alt bezeichnen, ne? Aber sowas ist vielleicht für 16-jährige Mädels was oder so. Also keine Ahnung. Also unser Eins muss das nicht mehr haben, denke ich. Ein Bügelbildchen und irgendwas für eine App. Also nee. Machen wir mit April weiter. Wir reißen es auf. Also irgendwie haben mir die Kartonverpackungen von damals besser gefallen. Irgendwie, die gehen jetzt hier auch gleich komplett auseinander. Sprich, sind die kann sie auch nicht mehr wirklich benutzen, um ihren Freundinnen dann da rein ihre Geburtstags- und Weihnachtssachen zu packen. So. Das ist ganz schön schwer. Die Aprilbox ist wieder eine ganz normale pinke Pinkbox. So, mit einem weißen P und einem rosa Herzaufkleber und im weißen Abdeckpapier, ja, mit weißem Flitter, worüber sich mein Katzenmädchen wieder sehr freuen wird. Bloom Baby Bloom ist unser Motto. Und da haben wir als erstes von Ebelin Gesichtspads aus Holzzellulose mit Baumwolle. Okay, die weichen Ebelin Gesichtspads aus Holzzellulose und Baumwolle eignen sich zum sanften Reinigen und Abschminken sensibler Gesichtshaut. Mit oder ohne zusätzliche Reinigungsprodukte sowie zum Auftragen von Pflegeprodukten. Als wiederverwendbare Alternative zur herkömmlichen Wattepads helfen sie, Abfall zu reduzieren. Das Material der Pads ist unabhängig, schadstoffgeprüft und zertifiziert nach Standard 100B Ökotex. Mit lauwarmem Wasser anfeuchten und bei Bedarf Reinigungs- oder Pflegeprodukte auftragen. Okay, wird auf jeden Fall getestet, ich habe noch gar nicht gesehen. Oh, im Moment haben wir wohl eine Schaumaliebe bei Pinkbox. Und zwar 7 Blütenöl, Reparaturspülung mit 7 Blütenöl, trockenes und erschöpftes Haar. Ja, weil in der letzten Box war ja nun schon. Ah, das ist halt auch eine Spülung, eine Sprühspülung, das ist halt eine normale. Okay. Dann haben wir hier noch was extrem Schweres. Oh, die wird wohl gleich dann im Bad auf den Tisch wandern, weil meine Seife ist fast alle. Von Altaya Organics Liquid Soap, made with botanical extracts and pure essential oils. Ach, Kamille und Calendula, naja, mein Güte. Also wird es wohl wie nach Creme riechen oder nach Kamillentee halt. Ganz schön große Bottle, 500 Milliliter sind hier drin. Ja, mein Liebster, der liebt einen Duft von Kamille. Die werde ich dann gleich mit ins Bad nehmen. Ach, na guck, hier ist ja noch was von Schauma. Ah,
wie sind die es natürlich gerne hat. Ja, hier ist das Siebenblütenöl Reparatur Shampoo. Ne, also sprich, ne, Spülung und Shampoo, so wie ich das gerne habe. Ist aber auch ganz schön große Flasche, 400 Milliliter sind da drin. Und bei der Spülung 250. Ich frage mich immer, warum bei den Spülungen immer weniger drin ist als beim Shampoo. Du benutzt die Spülung doch genauso oft. Also wenn ich mir die Haare wasche, dann werden sie erst shampoonisiert und danach werden sie spülungisiert. Es wird alles beides verwendet. Gut, ich meine, ja gut, okay, meistens benutze ich dann doch Shampoo dann doch mal mehr, weil ich es ja auch benutze, bevor ich eine Haarkur mache. Ja, deswegen vielleicht. Keine Ahnung. Weil normal ist es eigentlich nicht richtig. Normal müsste in der Spülung genauso viel drin sein wie im Shampoo. Dann haben wir von Dresdner Essenz Cotton Clouds. Aromaschaumbad, entspannt und wohltuend mit Baumwolle, Himbeere und Veilchen. Oh. Oh, das klingt nett. Ich habe hier immer noch mein Badezusatzding liegen. Gleich da rein. Und dann haben wir von Steve Laurent Orchid, was soll das sein? Steve Laurent, Connect with Us. Ach, ein Lippenöl. Hier oben steht, es ist ein Lippenöl. Na da. Ja, das werde ich jetzt auch nicht großartig aufmachen. Haben wir jetzt alles? Ja. So, also Fazit zur Aprilbox. Gefällt mir wesentlich besser als die Februarbox. Ja, also hier sind wirklich sinnvolle Produkte drin. Und last but not least kommen wir jetzt also zur Aprilbox gesagt? Das war die Märzbox, sind die. Februar, März, jetzt kommt der 1. April. Bitte entschuldigt, also das war die Märzbox. Ja, und also März gefällt mir besser als Februar. So rum. Ne, also die Februarbox, die hätten sie sich eigentlich meiner Meinung nach auch schenken können. Sind die, wo geht jetzt hier? Ha, niemand bewegt sich, die Box geht nicht auf. Ah, da ist. Da ist der Nippel durch die Lasche zu ziehen. Ach, mein Hundemädchen, habe ich mich jetzt getroffen? Nö, ja. Ui! Ja, hallo Fraschkundin, bin ich schon. Die ist ja mega schillrig. Bash Birthday. Weil da hier so eine 11 steht. Pinkbox 11 Jahre alt geworden, oder was? So, gucken wir mal. Also auch wieder so eine Sinti-Pelti-Box. Ja, hier haben wir ein Herzchen mit, oh, es sieht aber ganz schlecht, ein Herzchen mit Hashtag 11. So, so full of sweetness. Na da. Da wollen wir mal schauen, was Schönes drin ist. Und zwar von Beauty Love Naturkosmetik. Hyaluron Agave Hanföl, Gesichtscreme, reichhaltige Feuchtigkeitspflege. Mhm. Ja, kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Zertifizierte Naturkosmetik. Dann, was ist denn das hier? Und zwar von Balea Beauty Effect Lifting Cure, Aufpolstereffekt mit Hyaluronsäure. Das sind Intensivkonzentrate. Ja, das ist eine Serumkur hier drin. Also eine Ampulle sehe ich. Moment, ich gucke mal, wie viel drin sein sollen. Steht nicht da. Also es ist eine 7 Tage, anwendbar als 7 Tage Intensivkur. Genau, hier unten steht 7 Mal. Also es sind 7 Ampullen drin. Okay. Die Sachen von Balea sind eigentlich immer schön. Von Taft, also von Schwarzkopf. Taft and Gliss Hair Repair.
Sleeky Smooth, Glättungscreme für geschmeidiges, glattes Haar. Gut, die wird auf jeden Fall weitergegeben, weil ich brauche keine Glättungscreme. Sowas ist nicht in meinem, meine Haare sind glatt genug. Ich flechte sie mir ja sogar immer schon, damit ich wenigstens mal ein bisschen Wellen drin habe. Also da brauche ich nicht noch eine Glättungscreme. Meine sind schon allglatt. So, ach, Arbonne. Ultra Color. Second Express. Nail Animal. 10 Milliliter. Da gehe ich dann mal stark davon aus, dass es ein Nagellack ist. Da ich ja keine Farbe sehe, also das werde ich jetzt mal öffnen. Ah, so einen in der Farbe habe ich ja auch von Uli bekommen, in seinem so schönen Babyrosa. Ne, also weiß ich, den werde ich auf jeden Fall auch weitergeben, weil habe ich ja jetzt erst gekriegt zum Geburtstag. Ne? Dann haben wir von Shebens, ich liebe ja Shebens, Natural 100% Naturkosmetik Clean and Pure Maske, Tiefenreinigung und Porenverfeinerung bei Sophia. Weiß nicht, wer Sophia ist. Ich kenne zwar eine Sophia, aber von der ist es bestimmt nicht. Und so viel ich weiß, schreibt die sich auch mit PH, meine Sophia. Ja, wie gesagt, Shebens, wisst ihr, liebe ich, habe ich oft genug schon verwendet. Da gefiel mir ja bloß die Goldmaske von denen nicht. Ansonsten finde ich Shebens toll. Und was ich natürlich auch toll finde, Darf. Darf habe ich schon immer geliebt, Darf werde ich immer lieben und danke, dass die jetzt auch tierversuchsfrei sind. Ja, also ich liebe Darf forever. Und zwar Bodylove, regenerierende Pflege, Bodylotion für trockene Haut. Ja, ich liebe es. Ja. Ich weiß jetzt, wir werden sehen, wie sie ist mit Kokos- und Mandelduft. Ich weiß jetzt nicht, ob das neue Design ist. Ich hatte schon immer eine Pflegecreme von Darf, die fand ich schon immer prima. Ich hatte mir die ja nur noch nicht mehr nachgekauft, weil ich so viele Bodylotions habe und ich ein verdammt faules Etwas bin in letzter Zeit, was es Eincremen betrifft. Obwohl ich es ganz schlimm an meiner Haut merke, mit vielen trockenen Stellen und viel Juckreiz dann, aber ich bin... Muss mich ernsthaft mehr in Arsch treten, dass ich wieder mich mehr eincreme. Auf jeden Fall. Und ich habe so viele tolle Bodylotions, so viele tolle Masken, so viele tolle Cremes von den Mädels immer gekriegt. Oder jetzt hier in den Paketen, in den Boxen und so. Ich muss mich echt mehr in Arsch treten. So, dann haben wir Banana Beauty. Falsch beschrieben. Extra Lash Mascara. Da haben wir eine Mascara. Ich würde mal sagen, dadurch, dass das hier so aussieht, in der Farbe Schwarz. No Limits. Keine Tierversuche. Ja, ich sehe jetzt nicht, dass das hier irgendwo steht, dass er in Schwarz ist. Aber, na ja gut, hier ist was Gelbes, ne? Das könnte es genauso gut auch gelb sein. Nö. Nicht kaputt machen. Ja, also ich würde stark davon ausgehen, dass die schwarz ist. Denn hier unten ist auch ein schwarzer Punkt. Es steht zwar nicht da, nur No Limits. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es eine schwarze Mascara ist. So. Ja, das war's. Schöner rosa Filter übrigens. Wie gesagt, auf heute stand wieder mein Minimal. Das war die Aprilbox. Wir sind jetzt mit meinem Rückstand durch und ja, also man kann ganz ehrlich sagen, März, April war toll. Februar hätten sie sich ganz ehrlich gesagt schenken können, oder? Also das, wie gesagt, der Quatsch hier, das braucht kein Mensch. Und ich denke mal, dafür bezahlt man die Pinkbox auch nicht. Ansonsten, wie gesagt, März, April haben mir sehr, sehr gut gefallen. Werde ich auch einiges wieder selber behalten, aber manches geht dann auch wieder an meine zukünftigen Geburtstagsmädels. Und ja, wir sehen uns dann im Aufgebraucht-Video. Mal sehen, ob ich das diese Woche noch schaffe. Geplant ist Donnerstag. Mal sehen, ne? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dann.